würde sagen, jetzt. Ja. Die macht jetzt normal Tür zu oder offen? Tür zu können, würde ich sagen. Ja, dann schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Freunde des VDI und weitere Interessierte. Heute Abend haben wir einen Vortrag über das Thema E-Trax. Ich denke, die meisten werden wissen, dass es einen internationalen Wettbewerb gibt, der sich Formula Student nennt. In Deutschland ist der ideelle Träger dafür das Projekt der VDI. Es geht darum, dass Studenten Rennautos bauen, Rennen austragen und vorher natürlich alles, was dazugehört, wie Autos konstruieren, Rennteams bilden. Da hängen auch kaufmännische, wirtschaftliche Dinge dran. Die Teams müssen sich selbst organisieren, müssen für Sponsoren sorgen und so weiter. Und seit einiger Zeit gibt es das Ganze auch für elektrische Fahrzeuge, was im Moment besonders innovativ und modern ist. Und wie das Ganze läuft, das wird Ihnen der Herr Grüner mit seinem Team vorstellen. Und ich denke, ich werde dann direkt übergeben und gar nicht lange rumfackeln. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja, erstmal danke, dass Sie alle gekommen sind. Wir beschäftigen uns heute mit dem großen Oberthema Studenten bauen einen Rennwagen. Wir als Fachhochschule Düsseldorf haben uns das jetzt vorgenommen. Wir fangen das mal ganz einfach an. Ich bin Stefan Grüner, Projektleiter von dem Projekt E-Trax Düsseldorf, Student der Produktentwicklung und Produktion im vierten Semester. Und als nächstes möchte ich mich sehr, sehr gerne beim VDI bedanken, dass wir heute hier diese Veranstaltung halten können. Das ist ja quasi unter der Schirmherrschaft des VDIs momentan hier abgewickelt. Deshalb bedanke ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, als erstes möchte ich darauf eingehen, wo kommen wir her, wer sind wir und was haben wir vor. Wir sind Studenten kreuz und quer, fachbereichsübergreifend aus dem gesamten Hochschulrepertoire, was die Fachhochschule Düsseldorf so zu bieten hat. Es sind Designer dabei, genauso wie Leute aus dem Wirtschaftsfachbereich. Wir haben Elektrotechniker, die sind natürlich ganz wichtig. Warum? Kommen wir gleich zu. Auch Kommunikationsdesigner, die, wie man hier so schön sieht, alles so perfekt hingehübscht haben, haben da auch ein Wörtchen mitzureden. Und natürlich die ganzen Maschinenbauer, die das Ding am Ende auch mal bauen und entwickeln sollen. Ja, das Ganze fing an 2011 im Wintersemester mit Professor Simon, der sitzt übrigens da oben. Der hat das als Erstsemesterprojekt für Studierende eingeführt. Da ging es um die Informationssammlung von dem Thema, was ist Formula Student, was macht man, gibt es ein Ziel. Das Problem dabei war allerdings halt, dass die Studenten quasi gezwungen wurden, dieses Projekt zu machen. Der Erfolg war dementsprechend nicht so hoch, weil die Eigeninitiative sehr groß ist. Dann habe ich mir gesagt, im Sommersemester 2012, ich hatte das erste Semester ungefähr hinter mir, dass ich das Ganze jetzt irgendwie mal durchbringen will, weil ich fand das total spannend. Ein Auto zu bauen ist natürlich zwar eine riesige Herausforderung, aber ich glaube schaffbar. Viele Teams haben es schon geschafft und ich erhoffe mir dadurch ganz, ganz viel Wissen, neue Leute, die ich kennenlerne, viel Spaß, Erfahrungen, die ich sammeln kann. Ja, momentan, es geht weiter mit dem 1. September 2012. Da haben wir dann offiziell gesagt, okay, wir heißen E-Trax Düsseldorf, wir sind an der Fachhochschule Düsseldorf präsent und haben dann angefangen, das Ganze aufzubauen. Wir haben uns einen Professor herausgesucht, der Professor Dr. Bongartz, momentan leider nicht anwesend, er ist auf Dienstreise, haben das bei der Hochschule bekannt gemacht und haben dann auch offiziell die Projektanerkennung bekommen, dass wir ein Projekt sind, das momentan noch ohne Drittmittel auskommt. Wir haben dann es geschafft, einen Projektraum zu bekommen in der Hochschule, wo wir das Auto bauen können, in dem wir eigentlich wirklich sehr große Freiheiten haben, was den gesamten Raum angeht. Danach ging es natürlich daran, das Team komplett zu machen, alle Mitglieder so aus den Bereichen, die Interesse haben, zusammenzufinden, rauszufiltern, wer ist dafür geeignet, wer nicht. Naja, und dann schlussendlich haben wir uns gesagt, okay, irgendwie müssen wir die Finanzen abwickeln. Wir müssen das Ganze ein bisschen vertrauenswürdig für die Unternehmen wirken lassen und haben das Ganze als gemeinnützigen Verein aufgezogen, was ich persönlich für eine sehr gute Entscheidung halte. Und sind jetzt auch offiziell unter dem Namen E-Trax Düsseldorf e.V. im Vereinsregister seit ungefähr, ziemlich genau seit dem 8. Februar 2013 in Düsseldorf ansässig. Links können Sie unsere Fahrerin sehen. Ja, jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, wir alle mögen DIN. DIN 69901 sagt, was ist ein Projekt? Wir machen ein Projekt. Sind wir ein Projekt? Klären wir jetzt.
Der erste Schritt ist, wir haben ein definiertes Ergebnis. Und zwar haben wir das dadurch, dass es ein festes Reglement gibt. Wir wollen teilnehmen an der Formula Student Electric. Wir haben bisher noch kein Auto gebaut und wollen direkt im Elektrosektor einsteigen, weil das halt die Zukunft ist, die Innovation. Warum? Komme ich gleich nochmal genauer drauf. Und der Wettbewerb allgemein findet seit 2006 statt, besteht halt aus diesen zwei Wettbewerben, Combustion und Electric. Im Bereich Combustion wird das Auto Verbrenner angetrieben. Das definierte Ergebnis ist also bei uns, wenn man das mal so in einem Satz formulieren sollte, einen elektromotorbetriebenen Rennwagen zu konstruieren, zu bauen, um mit diesem gegen weitere internationale Teams anzutreten und dabei ein möglichst gutes, wenn nicht sogar hervorragendes Ergebnis zu erreichen. Das haben wir uns vorgenommen. Ein elektrisches Auto sieht so aus, als Beispiel mal die Fachhochschule Karlsruhe. Also Elektro denkt man immer lahm und ach, das kann doch nichts und will doch keiner. Aber da sieht man natürlich, dass das schon ziemlich flott ist, vor allem hier ohne Traktionskontrolle. Das Ganze ist natürlich dann noch durch Fahrassistenzsysteme begleitet, wie hier der Traktionskontrolle. Und auch da sieht man, das Auto ist schon flott. Ja, nur als kleiner Einblick, damit man so weiß, wie so ein Auto ungefähr auszusehen hat, wie es aussehen kann. Das ganze Konstrukt der Formula Student besteht aus diversen Disziplinen. Die bestehen zum einen aus statischen und aus dynamischen Disziplinen. Zu den statischen gehört als allererstes das Engineering Design, also wie ist das Auto gebaut, was sind die Feinheiten dran, das wird bewertet von einer Fachjury. Dann geht es natürlich auch um die Kostenanalyse, also den Entwicklungsprozess quasi in Zahlen abzubilden und das Auto marktreif zu kriegen, was natürlich in dem Fall nur eine Simulation ist. Die Business Presentation muss gehalten werden, auch von der Fachjury am Hockenheimring, zählt zu 7%. Und da geht es darum, die Punkte zu erläutern, die man quasi in den statischen Disziplinen erreicht hat. Kommen wir zu den dynamischen. Da haben wir das Skidpad, das ist eine liegende 8 durchfahren, wo quasi die schnellste Runde ermittelt wird. Acceleration, dürfte jedem klar sein, ist die Beschleunigung über eine Strecke. Beim Autocross geht es darum, eine fahrerisch anspruchsvolle Strecke, zu durchfahren und das in möglichst kurzer Zeit. Die ist meistens auch Teil der darauf folgenden Endurance, nur halt verkürzt. In der Endurance geht es halt darum, eine lange Strecke, ich meine, es waren um die 22 Kilometer, mit dem Auto zu fahren und das in möglichst kurzer Zeit abzuwickeln. Was am Ende im Akku noch bleibt bei uns, ist dann die Fuel Economy oder beziehungsweise wie ökonomisch unser Auto sich bewegt und auch das wird bewertet. Das heißt, es kommt nicht nur, wie jetzt beispielsweise bei der Formel 1 darauf an, möglichst schnell über die Ziellinie zu kommen, sondern es geht auch noch um viele, viele andere Disziplinen, die gerade im Industriealltag sehr, sehr wichtig sind. Ja, es gibt dazu auch ein Reglement, das sind ungefähr 300 Seiten, ist auf Englisch, muss strikt eingehalten werden und damit das auch eingehalten wird, werden dementsprechende Abnahmen gemacht. Die Abnahmen sind relativ umfangreich und werden, soweit ich das mitbekommen habe, oder wurden bisher von der DEKRA ausgeführt. Das ist einmal die technische Abnahme der allgemeinen Komponenten. Es wird darauf geachtet, dass bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel der Abstand der gedachten Linie vom Überrollbügel zur Lenkradoberkante mindestens 5 cm zum Fahrerhelm hat. Sowas wird gemessen, wie schnell man aus dem Auto herauskommt in einer Notsituation. Es muss in einer gewissen Zeit erbracht werden. Das wird überprüft. Dann gibt es einen Geräuschtest. Der ist bei elektrischen Autos, denke ich mal, nicht allzu schwierig. Danach gibt es auch eine elektrische Abnahme. Die elektrische Abnahme ist natürlich bei einem Auto, was 600 Volt Nennspannung hat, auch wichtig. Es sollte da kein Fehler passieren, dass dann am Ende noch Verletzte oder gar Menschenleben gefährdet sind. Das wird überprüft. Das Auto wird auf einem sogenannten Tilt-Table hingestellt. Der Tisch wird getiltet, also gekippt. Und es wird überprüft, ob das Auto überschlägt bei einem bestimmten Winkel. Das allerdings ist ja im Vorhinein quasi leicht zu testen und gut dem vorwärts zu wirken. So, dann gibt es einen Bremstest. Der Bremstest ist natürlich auch sehr entscheidend, der ist wichtig. Das Auto muss innerhalb einer bestimmten Strecke bremsen. Sonst kommt es nicht durch die technische Abnahme. Und es wird beregnet. Also das Auto muss Feuchtigkeit aushalten, es muss einer gewissen Feuchtigkeit aushalten, damit es zugelassen wird. Wenn das alles bestanden ist, darf das Auto das Rennen fahren. Nächster Punkt bei dem, was ist ein Projekt, ist natürlich ein planmäßiges und systematisches Vorgehen im Rahmen des Projektes. Haben wir das? Ja, wir haben das. Wir haben uns eine
Teamstruktur ausgesucht, die quasi, hier sieht man es noch nicht ganz so gut, ressortbasierend ist. Hier hat erstmal gibt es quasi nur drei Kategorien von Mitgliedern. Die Projektleiter, die Teamleiter und darunter das Team aus den einzelnen Technikern, Elektrotechnikern, Designern, was auch immer dazugehört. Und die Befehlskette in Anführungszeichen ist natürlich ganz klar von oben nach unten. Jeder von den Projektleitern hat auch gleichzeitig sein eigenes Ressort, wo er darauf achtet, was er denn speziell als Verantwortung trägt. Beispielsweise kümmere ich mich um die Technik und die Informatik hauptsächlich. Dann wirtschaftliche Leitung übernimmt natürlich Marketing und Business, ein kleines Augenmerk drauf. Und der Rest verteilt sich logischerweise dann auf Design, Information, Business Electric bei der Frau Engers und dem Herrn Ruby. Dann zu unserer Zeitplanung. Wir schauen uns das mal an. Das ist auch im Lehrmaterial für Projektmanagement schön zu finden, wie man so ein Projekt abarbeitet. Es fängt mit der Projektdefinition an, die Planung, die Ausführung und dann natürlich der Projektabschluss. Ganz oben steht bei uns die Definition, die haben wir gerade durchgegangen, die Organisation, Personalfindung, Prozessdefinition haben wir alles bisher schon erledigt. Ja, die Zeitplanung muss gemacht werden. Dazu gehören natürlich die Arbeitspakete, die zugeordnet werden. Und gleichzeitig muss das ganze Projekt rechtlich aufgestellt werden, sodass wir auch quasi nicht unsere eigene finanzielle Unverschontheit gefährden, wenn wir uns da mal aus dem Fenster lehnen sollten, beziehungsweise das Projekt wirklich vorangeht und wir Gelder einnehmen. Ja, dann geht es natürlich weiter, die Projektausführung. Da werden 3D-CAD-Daten erstellt, Sponsoring wird aufgebaut. Die Fertigung wird natürlich, wenn die CAD-Daten und das Design-Freeze abgeschlossen ist, aufgebaut, gemacht. Das wird montiert, optimiert und dann natürlich am Ende auch getestet, wobei Optimierung und Testphase da natürlich dann quasi eins sind. Unser Ziel ist es dann, wie gesagt, die Teilnahme an dem Rennen, das Ganze mit einem Abschlussbericht zu krönen und in Zukunft nach dem Rennen noch weiter zu denken, was kommt danach, wie sieht das nächste Auto aus, wie geht der Verein weiter. Das ist in diesem Bereich. Wo befinden wir uns gerade? Das ist vielleicht ganz spannend. Da fliegt der Pfeil und dabei darf stehen. Wir sind ziemlich genau hier. Wir sind sogar schon so ein kleines Stückchen da unten drin. Allerdings, wie gesagt, muss man sagen, unser Projekt ist offiziell erst seit knapp anderthalb Monaten, zwei Monaten aktiv bei der Sache. Und dann finde ich, ist der Status schon deutlich passabel. Hier nochmal das Ganze als kleines Flussdiagramm. Kickoff ist hinter uns, Konzeptphase Gründung, Sponsorensuche. Da befinden wir uns gerade drin. Möchten dann bis Mitte 2013 das Design und die Konstruktion soweit fertig haben, dann anfangen, das Auto zu bauen, das fertige Auto spätestens bis März 2014 haben, um dann immer noch ein bisschen Puffer, das darf man ja nie sagen, nach hinten aufzuhaben, um das Auto vielleicht noch zu verfeinern, beziehungsweise wenn der Plan perfekt aufgeht, um einfach sicher zu sein, mit einem guten Auto an den Start zu gehen, was auch die Sicherheitsprüfung besteht. Ja, dafür haben wir, wie gesagt, einige Teams. Wir haben zum Beispiel das technische Team. Das kümmert sich halt, klar, um die technischen Eigenschaften des Fahrzeugs, die Entwicklung, die Konstruktion, den Bau und alles, was damit in Verbindung gebracht werden kann. Und darauf folgt ganz eng in Zusammenarbeit das elektrotechnische Team. Das kümmert sich natürlich um Fahrassistenzsysteme und versucht, einen möglichst effizienten Antrieb zu entwickeln bzw. einzukaufen, Ladesysteme zu entwickeln. Das alles muss ja quasi von uns gemacht werden bzw. eingekauft werden. Dafür braucht man Informationen und die müssen auch wieder verarbeitet werden und realisiert. Und dafür kümmert sich dann auch dieser Bereich des Teams. Ja, wir haben das Team Design. Das ist natürlich jetzt ein bisschen zwiegespalten. Das spaltet sich einmal in das Produktdesign des Autos, wo es um das Aussehen des Autos geht, um die Pragmatik, Semantik des Autos, dass das in Ordnung ist. Und dann haben wir natürlich den Bereich Marketing, also das Printdesign und sowas. Hier diese ganzen Vorlagen. Die werden natürlich auch in unserer neuen Corporate Identity, die wir nachher vielleicht noch kurz eingehen werden, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team, beziehungsweise das Design-Team arbeitet ganz eng mit dem Technik-Team zusammen. Das Business-Team ist auch ein sehr wichtiges Team. Am Anfang unterschätzt worden, jetzt immer mehr in den Vordergrund rückend. Wo kriegen wir Geld her? Wie verbuchen wir es? Wie schaffen wir es, Sponsoren zu akquirieren? Wie bauen wir vernünftige Verträge auf denen unsere Sponsorings beruhen? Wie sichern wir uns rechtlich gegen irgendwelche Schritte, die eingeleitet werden? Das alles macht das Team Business und außerdem unterstützt es auch den Vorstand als zusätzliche Aufgabe. Und unsere beiden Pressesprecherinnen da hinten sind auch im Team Business mit drin.
Ja, dann gibt es natürlich noch das Team Informatik. Wir wollen möglichst viel Informatik einsetzen, weil wir A, die Möglichkeit haben und B, es einfach toll ist, auch moderne Workflows abzubilden mit modernen Systemen. Welche das sind, komme ich auch gleich noch ganz kurz drauf zurück. Und das war bis auf das Team Marketing schon fast alles. Das ist natürlich für Flyer, Broschüren, alles was um den Aufbau, die Gestaltung der inhaltlichen Gestaltung der Website sich befasst, der Facebook-Seite, was auch immer da noch zugehört, Team Marketing. Ja, nächster Punkt auf der Liste, die beiden haben wir quasi abgehakt, ist der Punkt neuartig einmalig. Ist unser Projekt neuartig einmalig? Schwierig. Man muss dazu sagen, seitens der FH ist es total neu. Niemand hier an der FH hat bisher sowas gebaut, gemacht oder in der Art fortgeführt, wie wir es machen wollen oder werden. Das Problem dabei ist natürlich dann, dass wir wenig Unterstützung von der FH haben. Die sagen erstmal, wir gucken mal, bevor wir uns aus dem Fenster lehnen, Presse drauf, auf mich loshetzen, wollen wir schauen, dass da auch ein Erfolg bei rumkommt und nicht, dass das eine riesige Luftnummer wird. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein Erfolg wird. Aber das Präsidium zu überzeugen ist halt da verständlich auch nicht ganz so einfach. In der Industrie haben wir bisher kaum Bekanntheit. Wir standen gestern in der Rheinischen Post, wir standen auch in den VDI-Nachrichten vor kurzem. Wir hoffen, dass wir da jetzt noch in Zukunft ein bisschen mehr Bekanntheit bekommen, auch dadurch, dass wir in kommender Zeit ganz schnell noch ganz viele Industriepartner anschreiben werden und versuchen, darüber bekannt zu werden. Dann sind wir auch unter Studenten unbekannt. Ist insofern schlecht, dass wenn wir wirklich Studenten haben, die unglaublich Lust dazu haben, auch meistens die sind, die es dann wirklich können. Und wenn die nicht wissen, dass es uns gibt, kommen die auch nicht auf uns zu und wir können sie nicht finden. Für die Zukunft. Ist ja irgendwo verständlich und das ist auch ein Problem, was wir haben, weil wenn jemand den Namen eTrax irgendwo durch den Campus ruft, dann heben sich nur zwei Hände. Wir wollen das verändern. Wir haben jetzt eine Plakataktion vor, wo das überall steht. Wir machen mehrere von diesen Veranstaltungen noch, wo die Studenten eingeladen werden. Und auch unter Professoren und Mitarbeitern, die auch heute alle eingeladen waren, wollen wir es noch ein bisschen hervorheben. Ja, und wir haben natürlich keine Vorerfahrung. Das ist auch sozusagen neuartig, was unser Team betrifft, bei diesem Projekt. Dann gibt es natürlich die Neuartigkeit der elektrischen Antriebe. Ich meine, elektrische Antriebe sind im Rennsport bisher noch relativ wenig verbaut worden. Meistens ist es eher die Verbrennungsvariante. Dazu kommt, dass dann gerade in diesem speziellen Segment wenig Hersteller sind, die uns unterstützen können. Das ist natürlich dann wieder das Problem. Geringer Markt, hoher Preis, die Motoren sind verdammt nochmal nicht billig. Und es ist natürlich auch notwendig, da wir relativ in Anführungszeichen spezielle Anforderungen an Motoren haben, leicht, gewisse Drehzahlen, Drehmomentbereiche, ist es auch verhältnismäßig schwierig, Produkte zu finden oder eine große Auswahl von Produkten zu finden, wo man sich dann letztendlich für entscheiden kann oder könnte. Naja, und natürlich eine Projektumgebung für Studenten ist auch irgendwie neuartig. Da kommt man am Anfang als Student schwer rein, wenn man nicht dafür geboren ist. Und das hat bisher aber hervorragend geklappt. Da muss ich auch unsere Studenten, die bisher im Projekt sind, loben. Die haben das super gemacht. Die sind wirklich richtig bei der Sache und ziehen es auch durch. Klar, hier, da kommen so Punkte, Selbstorganisation, Disziplin, Fleiß, Engagement. Alles, was der 0815-Student, der eigentlich nur nach 7 Semestern seinen Bachelor haben möchte und dann irgendwo in die Industrie geht, nicht mitbringt. Außer unsere jetzt natürlich im Projekt. Wir sind komplex, hat nichts mit komplexen Zahlen zu tun, aber trotzdem schwierig. Es gibt kaum Vorgaben. Es gibt, okay, ihr müsst ein Auto bauen, es hat vier Räder, es ist so und so groß und so schwer und das darf es nicht können. Aber ob wir jetzt zwei Motoren nehmen, einen Motor nehmen, vier, Differential, was weiß ich, Keilriemen, Zahnriemen, Nockenantrieb, das ist wirklich vollkommen uns überlassen und das macht es gerade schwierig und komplex. Ja, Studenten zu motivieren, habe ich ja gerade schon gesagt, ist auch schwierig, vor allem neue Studenten. Es ist schwierig, Studenten aus verschiedenen Fachbereichen zu kombinieren. Ich denke, viele von Ihnen kennen das, wenn man Designer hat, die möchten das ganz gerne wunderschön, pompös und total aufwendig und der Techniker sagt, nein, ich hätte es gerne geradlinig und einfach, damit es funktioniert. Und da den Mittelweg draus zu finden, ist immer sehr schwierig, wobei natürlich beide Seiten ihre absolute Daseinsberechtigung haben, weil was wäre unsere Welt ohne Design? Ich sag mal, grau und hässlich. Dann Disziplin im Team zu schaffen, ist auch nicht allzu schwer, allzu einfach. Allerdings muss ich feststellen, dass sich in der Phase des Projektes das quasi schon fast von selbst erledigt, weil die Studenten, die nicht die Disziplin haben, das durchzuziehen, die sagen, okay, das ist mir zu viel und es vielleicht noch nicht mal zugeben wollen, die springen von selbst ab.
Und das, was am Ende bei überbleibt, das sind die Studenten, auf die wir hinaus möchten. Ja, und natürlich die Startschwierigkeiten, die wir im Moment haben. Sehr, sehr schwierig, da erstmal ja, von der Box wegzukommen, weil wir auf keinem Konzept aufbauen. Wir haben keine Verbesserung, wir haben eine komplette Neuentwicklung aus unseren Augen heraus. Und das ist, macht das Ganze natürlich wirklich schwierig. Na gut, und die ersten Unterstützer. Ich meine, wer vertraut einem Projekt, das bisher noch keinen Unterstützer hat, keine Ziele, schon Ziele hat, aber keine Ergebnisse gebracht hat? Das sind nicht allzu viele. Ich weiß nicht, auch jetzt gerade die Zeit der Industrie, in der Industrie ist es nicht so goldig, um Sponsoren zu finden. Aber wir geben unser Bestes und ich bin da sehr zuversichtlich. Wir haben auch schon einige an der Hand, wo das durchaus was werden könnte. Gut, kommen wir zum vorletzten Punkt. Es ist zeitlich befristet. Unser Projekt ist zeitlich befristet. Wir wollen es ja nicht unendlich machen. Es geht offiziell vom 1.8.2012 bis zum 1.8.2014, die eTrix Phase 1, wo das erste Auto gebaut werden soll. Das ist festgesetzt. Wenn nach dem 1.8. immer noch kein Auto da ist, dann gebe ich mir die Kugel. Nein, aber dann müssen wir schauen, wo wir bleiben. Es wird schwierig. Wir müssen gucken, dass wir es hinkriegen. Gleichzeitig sieht man, es sind 2 Jahre dazwischen. Normalerweise sind bei Formula Student Team immer, Teams immer so 1 Jahr dazwischen den einzelnen Autos. Bei uns halt fangen komplett neu an. Und wenn man es ab jetzt betrachtet, ab dem aktuellen Zeitpunkt sind es noch 1,5 Jahre. Von daher halte ich es für angemessen, wenn man von nichts anfängt, auf alles hinaus möchte, dass man das als 2-jähriges Projekt sieht. Und natürlich ist die Freizeit eine Grenze, die uns die Zeit liefert, weil nicht jeder hat unendlich Freizeit. Es gibt Klausuren, es gibt noch Uni nebenbei. Und das muss irgendwie alles unter einen Deckel gebracht werden. Hobbys, Freundin, was weiß ich. Kommt alles noch kreuz und quer und muss es geschafft werden, kompakt verpackt und möglichst als ideales Ergebnis hinten raus gespuckt zu werden. Ja, und der letzte Punkt ist natürlich bereichsübergreifend. Das ist unser Projekt ganz gewaltig. Wir haben, wie gesagt, unsere 6 Bereiche, eigentlich 7. Und zwar der 7. ist unsere Projektleitung. Die sehen wir jetzt nicht mal als gesonderten Bereich, weil die quasi überall drin rumwurschtelt und hilft und vernetzt. Natürlich ist ein sehr wichtiger Bereich der Bereich Techniker. Ich möchte hier ganz besonders darauf eingehen, unsere Kreise schneiden sich, das ist gewollt so gemacht. Auch die Kreise unter sich schneiden sich, denn der nächste Kreis ist Electrical. Der muss natürlich mit dem technischen Teil passen. Man kann keinen 2 Meter langen Motor in ein 1 Meter langes Auto bauen. Es wird schwierig. Das muss abgestimmt werden. Der Bereich Informatik ist mit der Projektleitung natürlich auch sehr eng verknüpft und deckt quasi alle Bereiche ab, die wichtig sind in dem Projekt, weil alles möglichst, oder wir versuchen alles über Cloud-Varianten zu realisieren. Das Team Business auch mit der Projektleitung und der Informatik natürlich, weil die Workflows erstellen. Sehr eng verknüpft. Danach kommt das Marketing. Marketing und Business, klar kann man heutzutage gar nicht mehr trennen, ist auch sehr eng verknüpft und auch da wieder natürlich der Schluss zur Projektleitung, wo auch unsere Ressortplanerin dafür sorgt, dass das Marketing vorankommt. Und natürlich, last but not least, auf jeden Fall das Design, was ganz eng mit der Technik zusammenarbeiten muss und natürlich auch ganz eng mit Marketing. Ich würde sagen, die Designposition, wie man sie da sieht, ist ganz entscheidend. Dass man auch Sponsoren findet, weil der erste Eindruck zählt in der Regel meistens. So, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist relativ kurz, kann ich Sie beruhigen. Das ist die Finanzierung. Wie finanzieren wir uns, wo holen wir unser Geld her, wie schaffen wir es, so nette Getränke bereitzustellen oder Blöcke und woher kommt am Ende auch das Geld für unser Auto, beziehungsweise wie viel ist das eigentlich voraussichtlich? Das möchte ich ganz gerne jetzt klären. Ja, wir finanzieren uns über Sponsoren und Spender. Und mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht. Wir möchten keine Dienstleistungen anbieten. Wir sind ja immerhin gemeinnützig. Das dürfen wir auch gar nicht, solange der Gewinn bei herauskommt. Und es ist auch nicht das Ziel, dass wir eine Firma in dem Sinne aufbauen, sondern wir haben immer noch ein Projekt und wir haben immer noch als Ziel, das Auto zu bauen und das auf, ich sag mal, dem Wege des Sponsorings und halt auch der Spender, wenn es welche gibt, die uns einfach Geld spenden oder Sachmittel spenden möchten, dann sind wir natürlich auch da auf keinen Fall verschlossen und wenn es nur 100 Lutscher sind. Also da sind wir wirklich für alles dankbar. Kommen wir zu einem spannenden Thema. Ich möchte vorab fassen, das ist eine grobe Vorkalkulation, die muss nicht mit der Realität übereinstimmen. Wir haben berechnet, jetzt mal als Materialwert, wir gehen zum Stahlhändler und kaufen 15 Meter Stahlrohr, grob gesagt 66.000 Euro. Setzt sich zusammen, man sieht hier, der Electrical-Teil ist nochmal um 10.000 Euro größer als der Technical-Teil, beträgt über der Hälfte des eigentlichen Budgets quasi, was wir, des Budgets, was wir planen und ist damit
jetzt endgültig in der Formel der Student Electric, wo man sagt, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Frequenzumrichter sind in dem Leistungsspektrum teuer. Motoren natürlich auch, vielleicht unter Umständen Getriebetechnik. Das läuft auch in dem Bereich Marketing. Und Technical ist natürlich schwer zu trennen. Wir lösen das Ganze über Investitionsanträge, die ohne Konto, ohne Kostenstelle angegeben werden. Was bieten oder erwarten wir? BAM. Riesig viel. Das haben wir schön aufgestellt. Wir bieten natürlich alles, was Werbung angeht. Wir bieten auf dem Fahrzeug die Werbung natürlich von mir aus, das ganze Fahrzeug in einer Farbe der Firma XY, auf Shirts, der Website, Flyer, Broschüren, Aufsteller wie dieser, Beachflakes auf solchen Kärtchen, als Anstecknadeln an irgendwas. Wir bieten quasi alles, was wir haben an Werbung an. Dann natürlich ein Newsletter, der jeden Monat, so wie ich das bisher verstanden habe, verschickt wird und über den aktuellen Status des Projektes informiert. Kann man natürlich abbestellen, wenn man möchte, ist optional. Dann gibt es Tickets für das Rennen. Man kann den Wagen, was vielleicht ganz, ganz spannend ist, für Firmenkunden buchen. Beispiel, man ist auf irgendeiner Messe, die muss jetzt gar nichts mit Autos oder Ingenieurwesen zu tun haben. Wenn da so ein Auto steht, vielleicht noch zwei leicht bekleidete Damen rum, ist das auf jeden Fall ein Eyecatcher. Und das bieten wir dann quasi kostenfrei an und teilweise, beziehungsweise auf Wunsch, auch mit Teammitgliedern. Das heißt, wenn doch die Technik gefragt ist, kann man sagen, hey, ich hätte gerne einen, der sich mit der Frequenzumrichtertechnik auskennt. Dann schicken wir den natürlich auch kostenfrei und gerne mit. Ja, dann gibt es natürlich auf der Firmenwebsite, die Unternehmen selbst haben, die Möglichkeit, unseren Namen hinzuschreiben. Und es ist ganz spannend für Firmen, glaube ich, auch neben dem, was kriege ich an Geld, auch das, was kriege ich an Leute. Weil die aus dem Projekt rausgehen, sind, glaube ich, nicht die unengagiertesten Studenten, die es gibt, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das sind die Industrie teilweise wirklich sucht. Und die findet man natürlich gerade in solchen Teams, glaube ich, hervorragend aus Unternehmenssicht. Imageverbesserung ist klar, geht mit fast allen Punkten einher. Wir haben dann so ein paar Partnerships aufgebaut, die möchte ich gar nicht einzeln durchgehen, die kann man sich auf unserer Website nochmal anschauen. Sind halt nach einem Volumen abgestuft. Je nachdem, was man möchte, wir nehmen natürlich auch Spezialpartner, die nicht in dieses Programm passen, auf. Haben wir auch schon welche aus dem Bereich Fertigung, die das quasi ab vom Pfad noch uns anbieten. Ja. Letzter Punkt, aktuelle Unterstützer. Das ist nur ein Auszug. Wir haben die Campus IT Düsseldorf, die uns zum Beispiel auch diesen Raum hier zur Verfügung stellt. Die Server, auf denen unsere Website läuft, den Webspace und was weiß ich noch alles, wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. Druckmöglichkeiten, Finanzierungsberufskolleg ist, soweit ich das verstanden habe, auch stark interessiert. Und Microsoft Deutschland stellt uns die ganzen Server-Lizenzen zur Verfügung und die Lizenzen für die ganzen Anwendungen, die darauf laufen. So viel zum Punkt der Finanzierung. Ja, nach der Finanzierung möchte ich ganz gerne kurze Pause machen, 10 Minuten, um Luft zu schnappen, rausgehen, dann geht's weiter. Vielen Dank. Ja, machen wir weiter. Ich schließe kurz die Tür. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ziemlich unscheinbar aussieht, aber hinter dem verbirgt sich eine ganze Menge, und zwar die einzelnen Teams. Wir fangen jetzt an mit dem technischen Team. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Herrn Michael Guntermann, der jetzt zu Ihnen treten wird. Ich übergebe kurz das Mikro und den Krieger. So, ja, ich stelle mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Michael Guntermann. Ich bin im dritten Semester und studiere PP, also Produktentwicklung und Produktion. Ich habe bereits eine abgeschlossene Ausbildung als Industriemechaniker und wie bereits erwähnt, bin ich halt der technische Leiter in dem Team. Und wir haben schon ein paar Sachen konstruiert. Also wir haben mit dem Rahmen angefangen. Wir wollen uns auf einen Leichtbau spezialisieren, also mit anderen Worten Aluminium. Wir haben das Programm Wildfire 5, also Pro-E, zur Verfügung. Es gibt noch andere Programme, wie zum Beispiel CATIA oder Inventor, aber wir müssen von der Fachhochschule halt Pro-E benutzen. Dann, der Rahmen wird demnächst halt mit der FEM-Analyse berechnet, ob der die Statik aushält. Das sprich, man muss die neutrale Faser des Rahmens in den Computer speisen und die ganzen Kräfte dran wirken lassen, ob der Rahmen das aushält. Da müsste man vielleicht noch eine Querstrebe reinbauen, beziehungsweise die Rohre verstärken, also
das Material, die Dicke der Wand verstärken. Dann haben wir einmal die, wir haben eine Fahrerin. Wir bräuchten aber zwei Fahrer, deshalb müssen wir natürlich auch ausreichend Platz für die Fahrerin bzw. des Fahrers einbauen. Da haben wir dann auch zum Beispiel, unsere Fahrerin ist jetzt 1,65 glaube ich groß. Mit anderen Worten könnte es auch dazu kommen, dass unser Fahrer oder Fahrerin, die zweite Person halt etwas größer ist. Also machen wir auch die Bremsen und das Gaspedal natürlich verstellbar. Dann das aktuelle Gewicht des Rahmens beträgt 20,8 Kilogramm. Also relativ, ich weiß jetzt nicht, wie, ob es jetzt leicht oder schwer ist. Also wir finden es natürlich etwas leicht momentan, ja, aber es kann natürlich auch ein bisschen schwerer sein, ob wenn man noch ein paar Verstrebungen reinmachen muss. Wir haben natürlich aber auch noch nicht die Analyse durchgeführt, also könnte es auch sein, dass der Rahmen etwas leichter wird, weil wir momentan eine Wandstärke von 5 mm haben. Es kann natürlich auch sein, dass die Wandstärke nur 4 mm am Ende hat. Von daher müssen wir da mal abwarten. Der Rahmen wird natürlich komplett geschweißt. Schraubenverbindungen oder sonst irgendetwas haben immer so eine Schwachstelle, deshalb wird er halt komplett geschweißt einmal. Und mit dem Überrollbügel wegen Sicherheit, da wird natürlich auch noch berechnet, ob der Rahmen genug Kraft von vorne und von hinten bei einem Seitenaufprall oder bei einem Frontalaufprall aushält, wegen Bremse, falls die ausfällt, was wir natürlich nicht hoffen. Ja, hier haben wir schon mal auch mal ein bisschen konstruiert, von wegen Radaufhängung vorne. Wir haben natürlich auch hier vorne wegen Gewichtersparnis halt überall Aussparungen, müssen natürlich das auch nochmal durch die FEM schicken, also berechnen lassen, ob die Statik davon hält. Dann wollen wir natürlich auch Leichtbau, wie gesagt. Wir möchten natürlich gerne, das hier vorne ist Aluminium und wenn es geht, das aus Carbon. Das wäre natürlich auch wieder ein Gewichtersparnis, weil wir natürlich ein leichtes Auto haben möchten, weil die Akkus und der Motor wiegen natürlich eine Menge. Und deshalb müssen wir da natürlich drauf achten. Dann haben wir vorne, es gibt einmal Push-and-Pull-Federungen. Also mit anderen Worten, die Federungsstange wird einmal gedrückt oder gezogen. Bei dem Zug hat man natürlich keine Biegekräfte oder sonst irgendwas dergleichen, weil es einfach nur gezogen wird. Also die Berechnung davon ist etwas einfacher, aber im Prinzip ist das Gleiche. Hinten werden wir höchstwahrscheinlich eine Push-Federung machen, wegen Platzmangel, aber das müssen wir mal schauen. Da haben wir uns schon ein paar Gedanken gemacht. Hier haben wir jetzt eine Abbildung von den Dämpfungen von der Firma Öhlins. Es gibt natürlich auch Alternativen, die wir uns schon etwas rausgesucht haben, wie zum Beispiel Mountainbikes haben natürlich auch eine Dämpfung. Da ist zum Beispiel die Firma RockShox. Die hat sehr gute Dämpfungen und sehr, sehr gute Federungen, also in kombiniert. Und die haben natürlich auch wieder ein Gewichtsersparnis. Also da reden wir von 5 Kilogramm. Ist zwar jetzt nicht viel, aber wenn man die überall einsparen kann, dann hat man natürlich nachher sehr viel Gewichtsersparnis. Weil wir möchten natürlich Leichtbau. Und da müssen wir schon ein paar Sachen in Betracht ziehen. Hier haben wir schon ein paar Sachen zusammengebaut, wie zum Beispiel hier die Federungen. Die möchten wir da oben gerne machen. Man kann die natürlich auch wahlweise jetzt mit dem Rahmen hier entlang machen. Da muss man natürlich dann mit dem Kniehebel wieder arbeiten. Da hat man dann wieder andere Kräfte, die auf den Kniehebel wirken. Und natürlich auch der Kniehebel wird natürlich, also der Kniehebel ist das hier. Der lenkt die Kraft von den Reifen, also die Federungskraft auf die Feder. Mit anderen Worten verringert er sie. Und da müssen wir natürlich gucken, ob man das anders noch anbringen könnte. Wir haben das natürlich jetzt so gewählt, weil die Kräfte von den beiden Federungen heben sich natürlich auf, weil Summe aller Kräfte muss ja gleich Null sein, das wissen vielleicht einige von Ihnen auch. Dann, dann der aktuelle Radstand, so wie der Rahmen hier ist, er wird vielleicht gegebenenfalls wahlweise etwas länger, weil wir haben den Rahmen jetzt für ein Getriebe konstruiert, weil wir einen Motor mit Getriebe halt haben wollten, weil wir erst einen Motor bauen wollten mit Umdrehungszahl 30.000, 40.000. Da brauchen wir natürlich dann wieder ein Übersetzungsverhältnis von 1:45. Wir möchten natürlich vielleicht jetzt, wie gesagt, alles vielleicht, weil wir noch in der Entwicklungsphase sind, dies mit Direktantrieb machen. Mit anderen Worten, das Getriebe fällt weg. Dazu müssen allerdings unsere Elektrotechniker dann die passenden Motoren rausfinden, weil wir müssen halt einen gewissen Drehmoment haben und eine gewisse Drehzahl von den Motoren. Wenn wir Direktantrieben haben müssen, müssen wir natürlich eine Umdrehungszahl von 1500.
damit wir auf 120 km/h kommen. Aber 120 km/h fährt man normalerweise nicht in dem Parcours. Von daher kann man dann natürlich auch weniger Drehzahl, aber dafür mehr Drehmoment haben. Aber das Problem ist natürlich auch wieder, der Motor wird dann umso schwerer. Sicherheit steht natürlich in oberster Stelle. Bremsen, von wegen Bremsen, das Bremspedal darf jetzt zum Beispiel nicht mit Baudenzug behandelt werden, weil das steht in den Reglements, dass es nicht per Seilzug oder sonst irgendetwas dergleichen betätigt werden darf. Also muss man schon eine Öl, also wie im Wagen halt mit Bremsflüssigkeit haben. Ich bin etwas nervös, es tut mir leid. Fahrdynamik möchten wir natürlich. Unsere Fahrerin ist eine sehr gute Go-Kart-Fahrerin und sie hat auf Dämpfung verzichtet, sagen wir mal, oder auf Federungen. Deshalb könnten wir natürlich auch an der Fahrdynamik etwas ändern, weil Go-Karts haben keine Federung. Deshalb sagt sie auch, brauchen wir nicht unbedingt, können wir darauf verzichten. Da hat sie ein besseres Gefühl für das Fahrverhalten des Wagens. Da müssen wir mal schauen, wie das alles funktioniert, weil ohne Federung und ohne Dämpfung geht es natürlich, glaube ich, nicht. Ja, hier unten haben wir eine kleine Anordnung von den Akkus, unten und links, oben und unten, so. Wir möchten natürlich gerne Seitenkästen anbringen, wo die Luft eingesaugt wird, durch die Akkus fließt. Also die Akkus müssen in ein separates Gehäuse reinkommen, weil es feuergeschützt werden muss. Geht auch wieder um Sicherheit. Die dürfen aber Lüftungsschlitze haben. Sprich, wir würden in das Gehäuse halt längere Schlitze vorne reinmachen und hinten natürlich auch. Die Akkus sind dann einen Zentimeter dick circa, das sind so Platten. Die kommen dann aufrecht nebeneinander und da kann der Wind dann durchströmen. Umso weniger Hitze man natürlich hat, umso einen geringeren Widerstand hat man, umso weniger Strom. Und das wurde ja vorhin schon erklärt, dass man mit wenig Strom auskommen muss und wieder Rückgewinnung und so etwas alles. Dazu auch mit den Bremsen, dass man die Energie von den Bremsen halt wieder zurück in den Akku leiten kann. Wir nehmen wahrscheinlich auch Scheibenbremsen, weil Trommelbremsen sind nicht unbedingt die beste Wahl. Dann von wegen Radstand. Momentan haben wir den Radstand von 1645, in den Reglements steht 1640. Muss man mindestens haben, also kürzer darf das nicht werden mit dem Radstand. Und sonst hier unten steht noch von wegen den Akkus oder Motor mit Wasser und Kühlung, mit Luft- und Wasserkühlung. Da hatten die Elektrotechniker so eine kleine Idee, dass man die Motoren bzw. Akkus auch mit Wasser kühlen dürfte oder könnte, weil das ist nicht verboten. Das Problem ist natürlich, man braucht natürlich wieder eine zusätzliche Pumpe dafür. Dann bräuchte man natürlich wieder Flüssigkeit, also wieder Gewicht. Dann muss man die ganze Zeit die Schläuche überall rumführen. Da haben wir uns vielleicht schon was überlegt, falls das in Frage kommt, dass man gegebenenfalls die Flüssigkeit durch den Rahmen halt pumpen könnte. Dann würde man sich natürlich ein paar Rohre sparen, aber das müsste man mal schauen. Von wegen Kühlung hat das jetzt nicht wirklich viel zu tun, dass die Luft den Wasserstrom irgendwie kühlt oder so etwas. Von daher müssen wir da mal schauen. Ja, das ist erstmal so, wie weit wir gekommen sind. Wir hatten leider nicht viel Zeit, weil wir natürlich in den Weihnachtsferien angefangen haben. Allerdings Mitte Januar sind dann halt die Klausuren und da haben wir dann halt ein bisschen nebenbei gemacht, aber hatten nicht so viel Zeit zu machen. Aber wir werden am 11.3., also 11. März, wieder weitermachen, weil da sind dann alle Klausuren hinter uns. Und da können wir dann gut die Konstruktion weitermachen. Ja, das war, glaube ich, erstmal mein Teil. Da gebe ich dann erstmal wieder zurück an den Stefan. Der nimmt dann den Elektro-Part. Danke an dich, Michael. Ich muss jetzt leider unseren Elektrotechniker entschuldigen, er ist krank. Er wäre heute auch gern dabei gewesen. Deshalb müssen Sie sich leider mit mir abgeben. Ich kann da jetzt deshalb auch nicht so unglaublich fachspezifische Fragen zu beantworten, falls später welche kommen sollten. Deshalb bitte verschonen Sie mich. ja, Part Electrical. Wir haben es Englisch genannt. Englisch ist neu, Englisch ist cool, Englisch ist modern. Kommen wir mal zu dem, was wir jetzt machen wollen. Ja, die Elektrotechniker, jedes Team, wie ich schon gerade sagte, die Ressorts haben ihre eigenen Leiter. Die Leiter können entscheiden, wer was, wann, wie, wo macht, ob sie es aufteilen möchten. Und im Elektrobereich haben wir uns das nochmal unterteilt in die Kategorien Energie, Antrieb, Steuerung und Sicherheit. Energie besteht natürlich aus Übertragung, Versorgung, Rückgewinnung. Alles wichtige Themen. Leistungselektronik, wo kommt der Saft für den Motor her? Eventuell Getriebe.
Wir sind uns noch nicht ganz einig. Wahrscheinlich, wie gesagt, die betriebelose Variante. Wir schauen, was sich lohnt, was sich besser durchrechnet. Dann ist natürlich bei so einem Auto, wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit, Sensoren, Aktoren, Mikrocontroller, Kommunikation der einzelnen Elemente miteinander. Ganz wichtiges Thema. Und jetzt sehe ich gerade, dass im Bereich Sicherheit da hinten nur Reglement steht. Wir wollen natürlich nicht nur durchs Reglement, wir wollen auch ein sicheres Auto bauen, muss man dazu sagen. Weil, ich sag mal, wie gesagt, 600 Volt Gleichspannung, die tun schon weh. Und muss man aufpassen. Wir haben, oder die Elektrotechniker haben sich das so vorgestellt. Das ist eine ganz vereinfachte Darstellung. Wir haben irgendwo unsere Sensoren, das ist zum Beispiel der Pedalsensor vom Gas und Bremse, das sind Querbeschleunigungssensoren, das sind Umdrehungssensoren, Radgeber heißen sie, glaube ich, die das angeben. Die gehen an unseren Mikrocontroller, dazwischen ist die sogenannte CAN-Bus-Verbindung. Der Mikrocontroller ist vielleicht oder wahrscheinlich ein vorgefertigtes Produkt, was von uns programmiert wird in C. Und das baut, dass der Mikrocontroller steuert dann natürlich die Leistungselektronik, das AFO-Management-System in Kombination, sodass am Ende auch die Leistungselektronik dem Motor den Saft geben kann, um uns voranzudrücken. Was zur Steuerung und zur Regelung zu sagen ist, ist ganz interessant. Wir haben ja nicht wie beim Auto einen Motor, einen Antriebsstrang, dann kommt ein Differential und wenn ein Auto eine Kurve fährt, dreht das innere Rad durch das Differential natürlich langsamer als das äußere. Hier bei Elektromotoren ist es doof. Steuern wir beide Motoren 1:1 an und fahren eine Kurve, sagen die Hinterräder geradeaus, während die Vorderräder irgendwie eine Kurve fahren wollen. Es kommt nicht ganz so prickelnd. Da gibt es das Verfahren des Torque Vectorings. Das ist quasi das Differential in elektrotechnischer Art und Weise, in computertechnischer Art und Weise, was wir auch verwirklichen wollen. Systeme wie die Traktionskontrolle, die wir am Anfang gesehen haben, müssen natürlich auch verwirklicht werden, weil was bringt uns ein Auto, was konsequent unkontrolliert durch die Gegend rutscht. Wir haben vor, das sind jetzt nur so die, ich möchte mich da nicht drauf festnageln, aber ich halte es schon für relativ realistisch, zwei permanent erregte Synchromotoren zu verwenden, mit dementsprechend niedriger Drehzahl, hoher Polzahl, dadurch das dementsprechend resultierende hohe Drehmoment und dass das keine Störgrößen darin zu suchen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber der Direktantrieb ist bei uns entscheidend. Dass keine Störgrößen kommt, glaube ich, aus dem Kästchen, ja richtig, mit dem CAN-Bus, weil der halt speziell darauf gebaut ist, im Auto zu sein und Umwelteinflüsse, Handys, stören den nicht besonders. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind im Auto, Handy klingelt, der Airbag geht los, wäre auch doof. Als Akkus schlagen wir vor, haben wir uns ins Auge gefasst, Lithium-Eisenphosphat-Akkus, LiFePO4. Die sind relativ sicher, im Schraubenzieher reinstechen sollte man nicht, hat man uns gesagt. Die haben einen hohen Temperaturbereich, das heißt, dass die Luftkühlung auch vielleicht interessant sein könnte oder wahrscheinlich interessant sein wird. Und dementsprechend auch die von uns geforderten hohen Entlade-Ladeströme. Und wir wollen natürlich auch, dass das Auto länger als 3 Rennen hält, beziehungsweise länger als 3-mal aufladen, fahren, Perioden hält. Deshalb auch eine hohe Zyklenzahl, das Wort hoch mit Hausnummer zu beziffern, 300 bis 500 ungefähr, ist so das Ziel, auf das wir hinaus wollen. Und wie gesagt, Nennspannung 530 Volt, einzelne Zelle hat 20 Volt, 15 bis 20 Volt. Das in Reihe geschaltet, ist man schnell bei den 600 Volt. So viel zum Bereich Electrical. Wenn Sie Fragen haben sollten, das wollte ich allgemein noch klären, würde ich das ganz gerne am Ende mit Ihnen machen. Da können wir dann ein bisschen netzwerken, wie es momentan ganz gerne heißt. Oder einfach, Sie können mich hier vorne ausquetschen, ganz wie Sie möchten. Als nächstes möchte ich an das Designteam übergeben. Das ist der Herr Kusia. Der wird Sie quasi dadurch führen, warum wir unser Auto so wunderschön machen, wie wir es planen. Vielen Dank erstmal. Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Adalbert Kusia und ich studiere hier an der Fachhochschule Düsseldorf im Bereich Produktdesign. Zusammen mit dem Nico Hähnlein, der Kommunikationsdesign studiert, bilden wir das Team Design. Was machen wir genau in diesem Projekt? Vieles haben Sie davon vielleicht schon gesehen, bewusst oder unbewusst. Wir kümmern uns beispielsweise darum, Stefan hat auch schon vorhin einige Aufgabenbereiche gut erklärt, um das Äußere, sprich die Präsenz. Wir möchten gern als Team auftreten. Dementsprechend möchten wir uns auch stark präsentieren. Als Release haben wir heute das erste Mal öffentlich unser neues Logo. Vielleicht haben Sie das eine oder andere Plakat gesehen. Da sind noch beide Logos vertreten, das alte und das neue. Um noch mal ein bisschen auf diesen grafischen Teil unserer Arbeit einzugehen. In unserem neuen Logo haben wir diesen Part der Buchstaben im Verbund. Das symbolisiert quasi unsere Teamarbeit. Wir arbeiten alle eng verknüpft miteinander und möchten das auch dementsprechend darstellen.
Wir haben das X im Vergleich zum alten Logo umgedreht, denn in jedem Diagramm oder beispielsweise bei so einer Aktienkurve bedeutet die Bewegung von links unten nach rechts oben Aufschwung. Und das ist es, was wir haben wollen. Wir wollen den Aufschwung haben, wir wollen nach oben, wir wollen groß herauskommen. Und das möchten wir halt eben auch so ein bisschen dadurch halt eben näher darstellen. Des Weiteren kümmern wir uns gerade um das Corporate Design. Das bedeutet, wir möchten hier, wie es hier aufgeführt ist, durch eine Wortbildmarke einen Wiedererkennungswert haben und der soll sich auch widerspiegeln. Also das ist ein ganzes Konzept, das sich wie ein roter Faden durch das ganze Projekt zieht. Das fängt an wie bei beispielsweise Visitenkarten, bei Briefvorlagen, Umschlägen, Präsentationen und so weiter. Also da arbeiten wir momentan dran, bringen die Teile Stück für Stück neu raus und möchten das bald halt eben noch im Feinschliff, in einem Workshop, wie der Michael Guntermann schon bereits erzählt hat, bald noch etwas mehr vertiefen. Und ja, wir nehmen dabei halt eben Beispiel an den großen Automobilherstellern, die halt eben auch entsprechend Corporate Design haben. Um auf das Fahrzeug näher einzugehen, haben Sie gerade vielleicht schon ein Bild vorab gesehen. Das ist jetzt beispielsweise eine Variante. Das Projekt ist auch für uns Designer neu. Das bedeutet, wir müssen uns da auch erstmal herantasten. Und im Vorfeld ist ein Brainstorming gemacht worden und da haben wir uns überlegt, so was ist ein Rennwagen oder was passiert dort in dieser Branche? Also eindeutig, klar, wir haben dort Wettbewerb, wir haben dort Emotionen auf jeden Fall mit drin, Wettkampf, wir haben extreme Maße, extreme Geschwindigkeiten, extreme Materialbelastung und alles. Und da haben wir halt eben versucht, uns da so ein bisschen so ranzutasten. Hier auf der rechten Seite zu sehen, sind einige Skizzen. Das sind jetzt zwar Flugzeuge, in Anführungsstrichen einfach nur, aber das war nötig, um sich einfach in diese ganze Formsprache so ein bisschen mehr einzufinden. Natürlich haben wir das umgekehrte Prinzip. Wir wollen mit unserem Wagen nicht abheben, sondern auf dem Boden bleiben. Und deshalb brauchen wir auch eine Keilform und nicht die Form, die für den Auftrieb beim Flugzeug sorgt. Aber sich mit solchen Formen halt eben zu befassen, ist unheimlich wichtig. Das sind jetzt auch reine Konzeptzeichnungen. Das bedeutet, wir Designer toben uns ein wenig aus. Wir reizen auch mal gerne die Extreme aus. Selbstverständlich ist uns klar, dass wir diese Varianten realistisch nicht umsetzen werden. Wir haben ziemlich viele technische Aspekte, die wir zu beachten haben und auch beachten möchten. Und wir wollen einfach halt eben das optisch Beste rausholen mit den besten Eigenschaften von allen Disziplinen halt eben. Diese Variante zeigt halt eben die aerodynamische Variante. Ganz ehrlich gesagt nicht ganz so spektakulär wie im Vergleich zu der technischen Variante. Hier haben wir jetzt als Vorlage Militärmaschinen genommen, die halt eben auch sehr am Limit eingesetzt werden und wo wenig Zierde da ist, wo es alles recht schlicht ist, einfach schlicht hin und weg funktional ist und auch sein muss. Was wir natürlich beim Design auch berücksichtigen müssen, sind gewisse Funktionen, die wir natürlich auch integrieren müssen. Es müssen bestimmte Lufteinlässe da sein, um gewisse Aggregate zu kühlen und dergleichen. Und wie gesagt, das ist etwas übertrieben und wird nachher auch etwas runter reduziert. Und dann schaut man, dass man da irgendwo den Mittelpunkt findet. Wie gesagt, das ist die technische Variante. Dann haben wir noch eine weitere Variante hinzugenommen, welche aus der Organik kommt. Also bei dieser Variante müssen wir auch nochmal im Regelwerk nachschlagen, ob wir da überhaupt eine Genehmigung für die Strecke bekommen. Das sieht alles sehr brutal aus und halt eben spitz. Die Anreize hier zu kommen, ganz klar aus der Bionik, sprich Vorbilder aus der Natur sich nehmen und das Beste herausholen. Und da kann man natürlich auch wieder ein bisschen mit der Optik, mit der Gestaltung halt eben spielen. Also das ist hier beispielsweise die erste Version von der organischen Variante. Dann haben wir hier eine zweite organische Variante, die schon etwas beruhigter ist. Man sieht die Formen, die sind etwas klarer und das kann man halt eben beliebig auf die Spitze natürlich fahren, aber auch wieder runterdrosseln. Wichtig ist halt eben nur, dass wir viele Varianten durchspielen, dass wir A zeigen können, was wir können und theoretisch machen könnten. Und B, dass wir das natürlich realistisch verpackt bekommen. Zu guter Letzt kommt noch die dritte Variante, wo von der organischen Version alles miteinander kombiniert ist.
und auch zum Beispiel umgesetzt werden könnte. Wie gesagt, das sind alles Konzeptzeichnungen. Wir müssen jetzt bald herausfinden, in welche Richtung es geht. Und wenn wir das alles festgelegt haben, werden wir dann immer weiter ins Detail uns da hereinarbeiten. So, und das ist unsere Timeline vom Design aus, auch immer bezogen auf die Technik und so weiter. Das ist ja alles in Zusammenarbeit. Und wir sind gerade in der Konzeptphase, wo wir jetzt die Funktionsanalyse vorgenommen haben oder die Produktanalyse, wo wir gesagt haben, was brauchen wir, was bringt ein Rennwagen mit sich und was sollte er haben. Formstudien, Zeichnungen haben Sie gerade eben gesehen. Jetzt kommt halt die Konzeptdefinierung. Und danach kommt das richtige Fahrzeugdesign. Also das war jetzt alles so ein bisschen mehr die kreative Vorarbeit. Und beim Fahrzeugdesign ist natürlich die Form- und Flächengestaltung enorm wichtig. Wir haben Sponsoren im Boot mit sitzen. Die möchten sich natürlich auch entsprechend auf dem Wagen präsentieren. Wir möchten es auch gut präsentieren. Wir haben eine Vielzahl von Mitbewerbern, wo wir natürlich auch etwas herausstechen möchten. Und müssen halt eben auch das Material dann auch entsprechend definieren. Das kommt dann halt eben in Zusammenarbeit mit der Technik. Das Farbkonzept, klar, das muss zu unserer Linie auch wiederum passen. Und dann wird auch relativ zügig, wenn das alles erledigt ist, ein Prototyp folgen, beziehungsweise ein Designmodell im Maßstab, wo wir das Ganze, was wir theoretisch auf dem Blatt erstmal entwerfen, auch in dreidimensionaler Form erstmal schnell ersichtlich begutachten können. Danach werden die Schritte wiederum weiter vertieft und es werden CAD-Modelle gefertigt und alles, was in diesem Prozess halt eben benötigt wird. Und es kommt dann somit die realistische und funktionale Umsetzung. Und das halt eben immer in Zusammenarbeit mit den anderen Teams bei uns. Das war's auch schon. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Wenn Sie, wie gesagt, auch noch Fragen haben nach dem Vortrag, ich bin auf jeden Fall noch ein paar Minuten da. Alles klar, Dankeschön. Ja, nochmal kurz zur Erklärung. Warum habe ich die ganze Zeit ein Mikro bei mir? Warum geben wir das die ganze Zeit weiter, wo man nichts hört? Wir schneiden das Ganze live mit. Das heißt, später, innerhalb der nächsten paar Wochen, ich hoffe Tage, wird das Ganze auch zu finden sein bei YouTube, auf unserer Website, wo auch immer. Ausschnitte, vielleicht auch das Ganze, der ganze Vortrag, damit man ihn sich immer wieder anschauen und genießen kann. Naja, gut. Wir haben noch ein paar Punkte da unten offen. Zum Beispiel der Punkt Marketing. Den halte ich für relativ wichtig, weil ich meine, darum geht's. Jetzt kommt ein bisschen Text auf Sie zu. Marketing? Hä? Personalplanung? Ja, hat in dem Moment auch unterstützt, mitgewirkt. Ich muss ehrlich sagen, ohne das Marketing-Team, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 60 Vorstellungsgespräche geführt in 3 Wochen, 4 Wochen, wäre es echt nochmal deutlich mehr gewesen und die haben auch gut mitgeholfen. Deswegen stehen Sie da ganz oben, quasi das Erste, was Sie gemacht haben, mit drin. Ja, Werbung, Entwicklung von Werbematerialien, welche wir haben, zeige ich Ihnen gleich. Öffentlichkeitsarbeit ist ja Werbung quasi ein Unterpunkt von und das Sponsoring, was am Ende daraus resultiert, wird auch übers Marketing bzw. die Buchhaltung und das wie viel und das wann und durch wen, dann durchs Business Team, die beiden, wir arbeiten halt wirklich kollaborativ ganz eng zusammen, wird dann in Kooperation abgewickelt. Ja. Ah, okay. Was haben wir bisher für Erfolge? Ja, wir haben halt, wie gesagt, Unterstützung der Personalgestaltung. Wir haben eine Sponsoring-Broschüre erstellt. Wir haben sogar eine englische Auflage und inzwischen sind wir bei der dritten in Deutsch. Warum hat die noch keiner in der Hand und warum liegt die irgendwo? Naja, das Drucken ist nun mal zwar nicht allzu teuer, aber es kostet immerhin etwas Geld und wir haben wirklich, wie gesagt, Probleme, vom Boden wegzukommen, ein bisschen vorwärts zu kommen und selbst da fehlt es uns teilweise an den Mitteln, die in vernünftigen Auflagen zu drucken. Wir werden jetzt bald eine Auflage über die Hochschule machen. Die wird innerhalb der nächsten 2-3 Wochen dann verlegt in, ich schätze, ungefähr 500 Stück. Ja, dann haben wir dazu parallel, wir haben eine Broschüre und einen Flyer. Der Flyer wurde auch entworfen in erster Auflage. Wir haben die Gestaltung der Web-, LinkedIn- und Facebook-Seite, die vom Marketing-Team übernommen wird und natürlich die, ich möchte da ganz besonders auf dich eingehen, strategische Maßnahmen zur Entwicklung einer Corporate Identity. Das heißt nicht, dass das Marketing-Team die Corporate Identity gemacht hat. Das wäre falsch. Korrekt ist, dass die sich um den Inhalt dieser Identity gekümmert haben, die Aussage, während die Gestaltung, also das, was man am Ende dann dabei sieht und was einem quasi übermittelt werden, wie es übermittelt werden soll, den Text von Reintext in Designtext übersetzt, das hat dann doch das Marketing, das Designteam gemacht. Nur was übersetzt werden soll, das Marketingteam.
Und wir haben Sponsorenkonzept erstellt. Sie konnten so einen kleinen Auszug daraus sehen. Wir haben auch Verträge aufgesetzt in Verbindung mit Business und denen. Und andere Konzepte noch durchgearbeitet, durchgerechnet. Ja, jetzt laufe ich mal ganz flott zu meinem Notebook. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, wie das Ganze denn in echt aussieht. Ich hoffe, es funktioniert. Ja! So. Steuerung L. Wie kommt denn darauf? So, das ist unsere Broschüre. Seite 1, Seite 2 und 3. Kann ich eigentlich weiter damit? Haha, das ist ja so hervorragend. Seite, wie wird hier gefaltet? In der Mitte? Irgendwo hier? Liegt zusammen, ist jetzt aber angeordnet, wie man es am Ende doch sieht. Also das ist quasi die Seite, so wie man sie liest. Timeline ist drin, die Disziplinen sind kurz erklärt. Das technische Konzept, da an der Ecke, kommt noch ein bisschen hin. Das Team ist da kurz drin vorgestellt mit einzelnen Projektaufgaben, Bildchen zu den Teammitgliedern. Dann sind dann die Partnerschaften erläutert. In der Broschüre natürlich viel Text jetzt für eine Präsentation, aber in der Broschüre, wo Sie Sponsoren informieren wollen, gehört das rein. Und ein Motivationstext. Am Ende auch noch ein Deckblatt mit QR-Code. Das ist unsere Broschüre bisher. Und des Weiteren haben wir noch einen Flyer. Und der ist nicht wie die Broschüre quasi so ein zweiseitiges rechteckiges Blatt, sondern ein einzelnes langes Blatt, was halt gefaltet wird, zweimal gefalzt hier an der Stelle und eingeklappt wird. Das ist quasi die Innenseite, das ist die Außenseite. Der ist verteilt ungefähr so groß, halten wir auch für sinnvoll, damit man zumindest mal angeregt wird. Das ist der Flyer. Ich weiß nicht, wie weit Sie schon geschaut haben im Bereich eTracks, aber auch wir haben eine Website. Und da können Sie auch einfach selbst mal nachschauen. Ich möchte nur ganz kurz anstoßen, wenn sie sich dann jetzt öffnet. Nein. Da haben wir natürlich ganz klar, ach, da sieht man übrigens den SharePoint, wo ich gleich nochmal drauf zukomme. Gut, wir haben kein Internet. Dann ist es klar, dass man da nichts kriegt. Ist auch egal jetzt. Da können Sie dann, wenn Sie interessiert sind, gerne selbst nachschauen. Wir haben das alles wieder verpackt, nochmal als Website komprimiert. Bilder sind da drauf, Medien allgemein sind zu finden, die ganzen Pakete, Informationen, das Team, ständig aktuell gehalten. Finden Sie alles auf der Website, so wie es sich gehört, mit unserer Corporate Identity. Ja, und natürlich, die nächsten Ziele, die wir so anstreben, sind natürlich der Druck und Druck machen halt und die Sponsorensuche, die, ich denke, den größten Aufgabenbereich, die Sponsorensuche, den größten Aufgabenbereich des Marketingteams abdeckt. Nächstes Team, Business. Und jetzt kommt noch mehr Text. Ja, Aufgaben vom Business-Team habe ich ja vorhin schon erläutert. Businessplan, Kostenanalyse, sowas aufzustellen. Außerdem hier, ganz interessant, die interne Kommunikation. Was heißt das? Die gucken, dass die Leute miteinander abgestimmt werden. Also unterstützen, wie ich vorhin schon sagte, auch die Projektleitung, was das angeht. Weil das ja eigentlich Aufgaben der Projektleitung sind. Funktion vom Business-Team. Sicherung des laufenden Geldbedarfs ist, glaube ich, in dem Kontext recht wichtig, dass wir immer schauen, dass halt Mittel da sind und auch zum richtigen Zeitpunkt da sind. Da passt dieses Vermeidung von Liquiditätsengpässen ganz gut und auch die Kostenrechnung, die am Ende abgegeben wird, wird halt vom Business-Team gemacht. Gleichzeitig Kommunikationsaufgaben, habe ich gerade schon erläutert, muss ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Mal Erfolg und Ziele nebeneinander gestellt. Naja, wir haben bisher das Motivationsschreiben in Verbindung, in Kooperation mit dem Marketing-Team aufgebaut. Die Teamvorstellung haben wir gemacht. Wir haben die Satzung erstellt für den Verein, das ist auch noch ganz wichtig zu erzählen. Wir haben den Verein gegründet, also die Projektleitung und das Business-Team haben den Verein gegründet und die vorläufige Kostenkalkulation erstellt. Und als Ziele haben wir, wie gesagt, noch den kompletten Businessplan aufzustellen. Das geht natürlich erst, wenn wir das Konzept festgelegt haben, Sponsorensuche, Rahmenbedingungen und natürlich so Sachen, was ich gerade sagte, wie Informationssammlung für Anmeldungen, was eigentlich so richtig in kein Team reinpasst, landet dann beim Business-Team. Information. Das wird ein ganz kurzer Beitrag, eine Folie. Wir arbeiten mit dem SharePoint 2010. Da wird unsere gesamte Struktur dann abgebildet, was die Workflows angeht. Ich lege einen Sponsor an, der Sponsor wird angerufen, der wird nochmal ein bisschen zwei Wochen später angerufen, wird überprüft, ist Interesse da, ja, nein. Wird alles über Workflows abgewickelt, dass kein Sponsor zu kurz kommt, keiner vergessen wird. Erinnerungen sind automatisch, Kontakte werden darüber synchronisiert, die Teammitglieder werden darüber aktuell gehalten.
Wir versuchen das auch zu skripten mit der Homepage, dass das quasi, wenn ich im SharePoint was eingebe, verändere, dass es auf der Website gleich, wenn ich ein Teammitglied neu anlege, auch gleich mit dasteht. Das Content Management halt zusammen verbinden. Ja. Und als Teilnehmer habe ich dann halt Zugang durch unseren eigenen Server, wo unsere Website draufläuft und auch unser Mail-Server, habe ich als Teilnehmer die Möglichkeit, auf Mails, Daten zuzugreifen, übers Internet, die Öffentlichkeit, halt dann auf die Website. Bei näheren Informationen können Sie mich gerne fragen, anschreiben, wie Sie möchten. Ja, das letzte Team und so ziemlich das Ende des heutigen Abends ist das Management-Team. Das Management-Team ist eigentlich ganz einfach definiert, wie gesagt, aufgestellt aus uns vier Leuten. Unsere Hauptaufgaben, unsere Kernkompetenzen liegen in der Zusammenarbeit der einzelnen Teams, der Kombination der Teams und der Organisation des gesamten Teams. Und ich denke, dass uns das in Zukunft auch alles gelingen wird. An dieser Stelle möchte ich mich dann ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie alle hier waren. Wir finden jetzt noch kurz die Erfolge und die Ziele und danach ein Ende, in dem ich mich wie gesagt bedanke und hoffe, es hat Ihnen vielleicht auch noch ein bisschen gefallen, vielleicht Interesse geweckt. Anschließend an die Veranstaltung findet jetzt ein gemeinsames Netzwerken statt und getreu unserem wunderbaren Motto. E-Trax Düsseldorf, One Team, One Challenge. Vielen Dank.